Privatklinik Mondhof. Ja, da sind wir wieder, Leute. Willkommen zurück, du. Und wir haben die Tür geöffnet. Rang A braucht es dafür. Und da gehen wir heute rein. Heute sind wir in der verlassenen Klinik. Das Krankenhaus, welches ganz schön heruntergekommen ist, wo sich keiner mehr drum kümmert. Wir aktivieren den Portalex. Und speichern gerne auch direkt beim Aukai. Dann kann es auch schon reingehen ins Vergnügen. Ja. Gut. Willkommen in der Yokai-Klinik. Wie kann ich euch helfen? Ist das ein Yokai-Arzthelfer? Naja, ich bin kein Yokai-Zoowärter, das steht schon mal fest. Pass auf, wir bieten gerade einen kostenlosen Yokai-Gesundheitscheck an. Oh, wow, kostenlose Gesundheitsfürsorge, was für ein Angebot! Dieser Wirreführer kann uns zum Chefarzt bringen. Er weiß sicher Bescheid über den Yokai, den ihr sucht. Wenn Traki recht hat, dann sollten wir diesen Medizincheck mal ausprobieren. Die ganze Sache ist mir nicht ganz geheuer. Sag nicht, dass du Angst hast, Let's Play Markus. Traki hat die allsehende Kristallkugel. Alles, was wir haben, ist unser Instinkt. Nicht zu befürchten, oder? Außerdem müssen wir den bösen Yokai finden. Ich habe keine Angst. Ich bin nur vorsichtig. Das ist alles. Wenn ihr zwei fertig seid, geht bitte in das Untersuchungszimmer 1. Hör auf mit dem Blödsinn und lass uns gehen, Let's Play Markus. Keine Sorge, ich bin gleich hinter dir, falls was passiert. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Gehe ins Untersuchungszimmer 1. Alter, schaut euch diese Verrückten an. Das riecht nach Sackgasse. Ja, heruntergekommen ist gar kein Ausdruck, würde ich sagen. So kommen wir an dieses Item. Oh, da war ein Yokai versteckt, den habe ich gar nicht gesehen. Furzfürst, Koma Tigger und Noma Kappa. Ja, das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe mir ein bisschen Gedanken über unser Team gemacht. Ich möchte noch zwei auf jeden Fall ins Team nehmen. Durch die Siegel, Gilgaros. Ja, durch die 5-Sterne-Münzen kommen wir sehr einfach an Gilgaros, habe ich gemerkt. Dem stärksten aller Oni. Aber in Sachen Heiler habt ihr mir auch geschrieben, dass Eternia gar nicht so optimal ist fürs Endgame. Also ich soll lieber jemand anderes nehmen? Ja, der Weg zu Fatih Blum ist lang und beschwerlich. Aber er wäre der ideale Heiler. Tante Herzi wäre zwar auch okay, aber Fatih Blum ist, glaube ich, der Beste. Wie sollen wir das anstellen, Leute? Was schlagt ihr vor? Könnt ihr mich geleiten zu den Yokai, die wir brauchen, um das Fatih-Blum-Siegel zu brechen? Da braucht es schon ganz schön viele Leute. Wollen wir das machen nach dem Main-Game und vor dem endlosen Inferno? Stompf zum Beispiel ist einer der Leute, an die ich mich erinnere, ein S-Rang-Yokai, den wir damals gemacht haben. Und der ist auch nötig. Dass zu diesem Zeitpunkt wir die alles bereitlegen für Fatih Blum. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die würde ich mir gerne vornehmen. Ich werde jetzt deine Größe messen. Stell dich bitte auf das Stadiometer. Ja. So, bitteschön, Nathan, 1,20 Meter. Katzi, katzi. Katzi, katzi. Ich messe nur deine Größe. Nicht auf die Zehenspitzen stellen, verstanden? Auf Zehenspitzen. Was er trotzdem nicht macht, wie wir sehen. Grandiose Animation. Nein, Moment mal. Du hast dich vorhin auf die Zehenspitzen gestellt, oder? Ich hab dir doch gesagt, keine Zehenspitzen, oder? Hier wird nicht gemogelt. Ich soll dir was auf die Finger geben. Ich glaube, ihr seid keine große Herausforderung. Kann das sein? Katzi, katzi. Ja, ja, ja. Und ich würde tatsächlich Gilgaros an die Stelle von Goldinjan packen. Weil, weiß ich nicht, ich habe irgendwie nicht so viel Nerv auf Goldinjan. Den hatten wir ja schon so oft, vergleichsweise. Jedes Mal, oder? Und Yokai Watch 2 intensiv. Naja, und ihr sagt, Eternia heilt nur beim Ulti-Seel. Mach doch das noch mit. Muss man mal sehen, oder? Aber meine Vorhaben sind doch immerhin nachvollziehbar. Ja, außerdem möchte ich natürlich gerne Yokai ins Team nehmen, die ich noch nicht hatte. Da wäre dann nur Butzemon vielleicht. Vielleicht ergibt sich da auch noch was.
Und ich würde alle Klugeln und so weiter gerne aufbewahren für diesen Moment, weil weiß nicht, was für ein Level Fatih Blum dann wäre. Hm, ich wusste nicht, dass du so gerne schummelst, Let's Play, Markus. Du kannst vielleicht deinen Arzt täuschen, aber nicht deinen Butler. Du bist exakt 1,39 groß. Ich habe deine Größe höchstpersönlich überprüft, bevor du gemogelt hast. Aber wie? Wie kommt es, dass das hier genießt, Whisper? Oh, ich habe schon immer Medizinchecks geliebt. Zeigt meine Topform. Ich frage mich, was für eine aufreibende Untersuchung als nächstes ansteht. Let's Play, Markus, bitte Untersuchungszimmer 2. Und da ist die Durchsage. Mal sehen, was uns als nächstes erwartet. Vielleicht testen sie jetzt unsere Reflexe oder unsere Sprungkraft. Ja, von dir wohl gar nichts. Hier ist ein Pool, ne? Ach, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Koma-Tigger. Eine andere Variante von Koma-San. Aber macht das überhaupt Sinn, weil Koma-San ist doch ein Hund. Und diese ganzen Sachen, die die Techniken und Ultiseel erhöhen, die wollte ich halt noch nicht einsetzen, bevor unser Team nicht feststeht. Oder zumindest nicht geben an nicht feststehende Teammitglieder. Sie lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Weil mir in den Kommentaren geschrieben wird, ich soll das gefälligst benutzen. Aber ich finde, ich sollte das aufheben für die, die ich halt letzten Endes im Team haben möchte. Ich finde das auch sehr früh, ne? Also da ist der Raum, wo hin soll. Ich finde das halt unverschämt früh, weil wir sind noch so early im Game eigentlich. Normal macht man sich hier noch keine großen Gedanken um sein Team. Ich schon. Okay, er hat mich erwischt. Floppo heißt er. Er sieht ja verrückt aus, sieht er ja. Da kommt auf die Nase. Damit ihr immer schön artig bleibt. Mhm. Zieht denen die Schuhe aus! Aber keiner kommt mit. Man hätte ja mal gönnen können. Irgendwas auf den Klos? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist was los auf den Klos? Auf zur zweiten Untersuchung. Das ist sogar ein Item. Schlichter Ring. Da bei dem Yokai-Graffiti steht auch Whispers Spruch. Isu! Testen wir deine Sehstärke. Bist du bereit? Ja. Jetzt ist deine Sehkraft an der Reihe. Ich zeige dir ein Bild und du sagst mir bitte, was du siehst. Was kannst du auf dem Bild vor dir erkennen? Banane unten, oben, rechts. Oh, guck mal, der vierte sieht sogar ziemlich schwer aus. Kommt durch den Dreck vermutlich. Ja, der fünfte ist links, der Kreis. Aber der sechste, den kann ich gar auch nicht erkennen. Vermutlich soll unten gemeint sein. Jetzt ist es deutlicher. Das hier ist etwas knifflig, also gebe ich dir einen Tipp. Denk an Frucht. Ich komme nicht drauf. Nimmst du mich auf den Arm? Ein Gorilla. Wirklich? Sieht das für dich aus wie ein Gorilla? Ich habe doch sogar einen Tipp gegeben. Du weißt schon, Frucht und so. Ich weiß nicht. Ich will nicht sagen, dass du ein hoffnungsloser Fall bist. Aber das ist so einfach. Tut mir leid. Es ist nur deine Aufgabe, angeblich, herauszufinden, was ich kann und was ich nicht kann. Also mach gefälligst den Punkt und deinen Job. Das ist ja Perlen vor die Säue hier. Und wenn ich nicht imstande bin, zu erkennen, was da drauf abgebildet ist, dann ist das so. Musst du zu Protokoll nehmen. Dann weiß ich es eben nicht. Ich hatte das Ergebnis nicht zu interessieren. Oder bist du irgendwie ein Optiker, der eine Brille verkaufen will? Ich denke nicht. Heftig. Butzemann ist schon ein ganz schöner Haudegen, hätte ich gesagt. Hm.
Let's Play Markus, hat das wirklich für dich wie ein Gorilla ausgesehen? Du solltest Yokai nicht so auf den Arm nehmen. Manche sind schnell gereizt. Okay, ich werde es mir merken. Na gut, ich frage mich, was für eine Untersuchung als nächstes ansteht. Let's Play Markus, bitte ins Röntgenzimmer im ersten Stock. Röntgenzimmer. Ich hätte da eine Frage. Was ist der Sinn von all den Tests? Sei still, Let's Play Markus. Ein Kämpfer muss wissen, in was für eine Verfassung er ist. Ohne eine gründliche Untersuchung lernst du nie deine Grenzen kennen. Aber ich bin noch gar kein Kämpfer. Darum geht es nicht. Auf ins Röntgenzimmer. Ja, mach doch den Spaß mit. Ich find's schön. Weil diese Räumlichkeiten sind immer ein bisschen konfus gestaltet, dadurch, dass... Blanker Talisman. Dadurch, dass ja, man nicht überall lang kann und so. Was ist er denn für einer? Ich habe geguckt, für Fatih Blum brauche ich welche. Aber ihr seid es nicht. Gib ihm irgendwas. Gut, ihr habt ja eindeutig gesagt, ich soll ja immer diesen machen. Aber die sind viel zu schwach. Chinesisches Essen und Reisbällen. Ein Reisball, damit du mitkommst. Nihilo, ist das die Entwicklung von... Ihr wisst schon. Simpel. Die ich gegen Anfang mal in Betracht gezogen hatte. Ja, guck mal, hat sich rentiert. Nihilo nähert sich. Keine Freunde. Ich bin traurig. Dann komm mit. Nihilo! Nihilo! Oh, Balu! Oh, Balu! Nihilo, es ist toll zu sein, Balu und seine Crew. Dio! Nihilo! Hier wird geröntgt. Zeit für deine Röntgenaufnahme, bist du bereit? Hä? Mach jetzt die Röntgenaufnahme, also stillhalten, bitte. Tief einatmen und Luft anhalten. Auf geht's. Und was sehen wir? Bist du voll excited? Danke für deine Geduld. Werf mal einen Blick auf die Röntgenaufnahme. Sie zeigt dein Herz. Schauen Sie dir ganz genau an. Die Aufnahme ist gut gelungen, oder? Was ist denn da so komisch? Bist du dir sicher? Woher weißt du, dass es nicht so aussieht? Ich meine, du hast nie dein eigenes Herz gesehen, oder? Wenn du mir nicht glaubst, zeige ich es dir. Na, was sagst du? Willst du mein Herz rausreißen? Das ist nicht sehr liebenswürdig. Na komm, kämpft mal so. Auch wenn er blockt gegen die hanebüschenden Gegner, könnt ihr wohl auch so bestehen. Jetzt ist die Ulti-Seele sich auch ein bisschen erholen von den anderen. Weil sich womöglich vor einem eventuellen Boss sich bestimmt wieder Heilungsmöglichkeiten ergeben, oder? Bin mir nicht sicher. Level up! Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Warte mal, du willst mir sagen, das Röntgen war nur so eine Art Trick? Yep. Da braucht mir doch einen an Storch. Was würde ich nur tun, wenn du auch nur ein Yokai wärst? Was für eine Erleichterung. Mal sehen, was die nächste Untersuchung bringt. Let's bei Markus bitte ins Chefarztzimmer im ersten Stock. Endlich bekommen wir professionelle Zuwendung von höchster Stelle. Ich bin mir sicher, danach bist du fit wie ein Turnschuh, Let's Play Markus. Chefetage. Ich bin am Türen öffnen. Oh, er kommt mit. So ein Sack. Besserling! Ey, den brauche ich. Für Fatih Blum. LOL! Ich habe gesehen, dass man zwei dieser Yokai kombinieren kann. Also zwei Falter. Aber das ist ja noch besser. Ling.
Also, er bevorzugt Saft. Haben wir Saft? Nicht, dass ich wüsste, oder? Zählt das? Die meinen mit Saft generell Getränke, ne? Super frische Milch. Ah, nein! Musst du schon anpinnen, der kriegt jetzt auch. Die bringen den jetzt nicht sofort um. Besserling gibt es hier. Den brauche ich für das eine Siegel. Das ist schon mal nice to know. Ja, komm mal, aufgefüllt. Aha, aha, aha. Es wäre Ehre gewesen, wenn er trotzdem mitkommt. Und dann weiß ich schon mal Bescheid, wo ich eventuell suchen könnte. Ach, da ist er nochmal. Jetzt kann ich ihm direkt Saft geben. Ja, die Milch. Ja, Milch ist kein Saft, ne? Aber ich glaube, das ist damit gemeint, als Überbegriff. Nee! Nee. Tatsächlich nicht. Aber vielleicht hilft es trotzdem. Also, ist ja nicht von Nachteil. Besserling benötigen wir. Okay. Wollte halt nur ein bisschen LP wieder auffüllen. Komm doch mal mit. Milch. Milch. Was für eine Milch? Die Entwicklung von Petsmeralda mit den... mit den Lautsprechern. Stereoma. Sag es, du hast mich gefunden. Sag es, ich geb dir das hier, sag es keinem. Mhm. Fiese Medizin. Große Klugel. Einen wunderschönen. Du bist also Let's Play Markus, wie? Erlaube mir, ein paar Fragen zu stellen. Schläfst du gut in letzter Zeit? Irgendwelche Kopfschmerzen oder Übelkeit? Nein, also ich meine, ja, ich schlaf gut. Keinerlei Schmerzen oder Übelkeit. Ich verstehe. Und ist dir in letzter Zeit etwas Merkwürdiges aufgefallen? Also sie meinen jetzt merkwürdiger als das hier? Ja nun, Yokai zum Beispiel. Also ja, da ist natürlich ihr Assistent da draußen. Mein Assistent? Hm, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Du bist überarbeitet. Es sieht ganz danach aus, als wäre es Zeit für einen Herzenswandel. Geh geschwind zum Operationssaal, während ich die Operation vorbereite. Boah, können wir machen, ne? Können wir machen. Lass uns operieren. Leg dich unters Messer. Was er wohl mit Herzenswandel meint? Sicher will er nur wieder auf die Beine helfen und dich mit Energie füllen. Vielleicht weiß er auch etwas über den Yokai, den wir suchen. Immerhin ist er der Chefarzt. Wir sollten seine Instruktionen befolgen. Aber er meinte etwas von Operation. Bestimmt nur eine ambulante Behandlung. Ich helfe dir, falls was passiert. Was kann schon schieflaufen mit deinem treuen Butler an deiner Seite? Ja, klar. Was kann schon passieren? Der befindet sich... guck mal, der geht hier lang, obwohl hier Sackgasse ist. Oder kann man... da kann man weiter. Ach so. Das war mir nicht klar. Voll extrem ist es Saft. Das würde ich dem nächsten Besserling geben. Ja, das würde ich ihm geben. Mächtige Medizin. Sehr gut. Heben wir uns auf. Da ist das Bett. Hinlegen? Na klar. Alles Weitere kommt von allein. Du meine Güte, Let's Play Markus. Hoffentlich überstehst du das. Keine Sorge, ich mache an deiner Seite, sobald die Operation vorbei ist. Hey, warte mal. Oh, oh, Let's Play Markus. Kannst du mich hören? Er wollte bei uns bleiben. Hier sieht's ja top aus.
Let's Play Markus, leg dich jetzt bitte auf den Operationstisch. Ist es wirklich so offensichtlich? Der Chefarzt ist der Boss-Yokai? Whisper? So ist es richtig, Let's Play Markus. Und jetzt stillhalten. Leider ist dein Zustand kritisch. Wir müssen mit der Operation beginnen. Es wird nur eine Minute lang wehtun. Nachdem ich dir das Herz entfernt habe, spürst du nichts mehr. Wie jetzt? Moment mal. Nein! Das ist Dr. Kling. Es ist eine Herzensangelegenheit, weißt du? Ein Arzt mit Herz. Oh, das ist jetzt aber schlecht, das... Die Werte, ich könnte vielleicht so machen, dass Schnuckelputz... Ja, dankeschön, dankeschön. ...direkt reingeht. Wir ziehen aufs Herz. Ich muss auch die immer anpinnen, ne? Ja. Die müssen immer entfernt werden, diese kleinen Herzen in den Hintergrund. Oh je, oh je. Sonst heilt er sich immer wieder. Das hatte ich anno damals auch. Das hat gedauert, bis ich das verstanden hatte. In meinem allerersten Durchlauf. Nicht schön. Ich habe es, glaube ich, hinbekommen ohne, aber es war ganz schön was verlangt. Vielleicht denke ich deswegen oftmals, dass Sachen bei Yo-Kai Watch extrem schwer sind, weil ich manches nicht sofort gerafft hatte. Bluttransfusion, genau. Wenn er Bluttransfusion macht, so wie jetzt, dann nimmt er sich von den ganzen Herzen. Er hat sich jetzt auch geheilt. Also irgendwo muss noch was gewesen sein. Man kann ihn eigentlich relativ schnell besiegen, wenn man sich darum kümmert, dass das nicht alles, ja, dass er sich nicht regenerieren kann, ganz einfach. Schau mal, da sind wieder Herzen. Eins zumindest. Also in diesem Kampf hat man doch tatsächlich um einiges mehr zu tun, als wie in den Bossfights zuvor, dass man überall hinpinnen muss. Das hat sich jetzt nochmal spürbar gesteigert, finde ich. Das muss oberste Prio sein. Ist das auch? Zählt das? Nee, ne? Greifen wir einmal an. Ich hoffe, er macht noch keine Bluttransfusion, denn da hinten sind schon wieder zwei. Ein weg. Es darf gewechselt werden. Mach schneller! Na, schön verhindern. Und jetzt drauf da. Wenn das Kryo beseelt ist. Oh, gerade eine gute Chance ist, heile ich ihn damit. Sein Ulti-Seel könnte was reißen. Da wir es mit nur einem Gegner zu tun haben, wäre auch der Zangenzahn eine gute Option. Aber dem sein Ulti-Seel ist noch nicht erholt. Guck mal, der Kampf geht wirklich, wenn man es richtig macht, erstaunlich schnell. Ja, du musst dich mal heilen. Das tust du mit dem Ulti-Seel auch, ja? Mit Absorbieren. Ich merke schon, dass Eternia kein optimaler Heiler ist, ja? Ewige Jugend. Das war ja fast nichts. Ich sehe, ich verstehe. Wird uns aber jede Menge Erfahrungspunkte geben. Das Ganze reinigen. Alle aufploppenden Herzen erledigen. Jetzt kommt wieder ein Angriff. Aber ihr seid voll geheilt. Ihr könnt das wegstecken. Ja, bin ich auch ganz gut. Ganz guter Dinge. Schnuckelputz. Ja, und vor allen Dingen beseelt das die auch instant. Ja.
Was beeilt er sich jetzt so damit? Finde es aber angenehm gerade. Auch wenn Eternia droht down zu gehen. Die ist halt nicht in Heilungsrate, in Reichweite von unserem Schnuckiputz. Ja, wie ein Stich ins Herz für dich, ne? Entschuldige, dass wir so herzlos zu dir sind. Nein! 270 Heilung. Das ist aber nicht viel, habe ich gemerkt, ne? Aber trotzdem ein bisschen was. Stelle gefunden. Wie gesagt, die das ist viel zu schwierig geworden. Das Manöver so auszuführen. Können kaum mit Ultiseel angreifen, weil wir alle Hände voll zu tun haben hiermit. Oh Leute, fertig. Und da gibt's ein Herz, Kasper. Tut mir leid. Ein Herz für Ärzte. Oh, Alter, 7000 für alle Beteiligten. Stark, stark, stark. 18.000 Geld. Unmöglich. Von einem Kent geschlagen. Das ist nicht. Vorsitzender McKraken. Ups, ich bin glatt auf das alles reingefallen. Tut mir echt leid. Für einen Moment war ich besorgt, aber du hast dich ja wacker geschlagen. Gute Arbeit. Hast du während des Kampfes irgendwas rausfinden können? Der Joker hat einen Namen gerufen, kurz bevor er verschwand. Oh, tatsächlich? Vielleicht war er der Name von jemandem, der hinter all dem steckt. Was soll der Blick? Das sagt mir meine Intuition als Butler. Auf deine Intuition war heute nicht wirklich Verlass, Whisper. Also, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Mein Erfolgsrate ist ziemlich hoch. Hey, Let's Play Markus. Der obere Teil meines Kopfes kribbelt. Wollt ihr es euch mal ansehen? Die Kristallkugel will uns etwas zeigen. Ach du dickes Ei! Was sehen wir da? Werte Yokai, das Warten hat ein Ende. Lassen wir es kraken. Zeigen wir den Menschen, wer der Boss ist. Nicht kleckern, sondern tinten. Oktopussieren wir die Menschenwelt. Also, an meinen Wortspielen arbeite ich noch. Wenn euch was Besseres einfällt, wie wir die Menschen ärgern können, sagt mir Bescheid. Aber nun ist unsere Zeit gekommen! Wer war das? Es scheint so, als Plan, diese Yokai in die Menschenwelt einzufallen. Der Chef war zwar vermutlich einer von ihnen. Wenn das so weitergeht, wird die Welt bald von bösen Yokai überrannt. Mein Vater hat mich bei meiner Ankunft davor gewarnt, aber er meinte auch, die Freundschaft zwischen Menschen und Yokai ist stärker als alles Böse. Weise Worte, Traki. Die Yokai Watch vereint die Herzen der Menschen und Yokai. Gemeinsam können wir Menschen und Yokai vor Bösen beschützen. Stimmt's, Let's Play Markus? Ja. Doch für heute haben wir genug getan. Dosi ist ziemlich erschöpft aus Let's Play, Markus. Da wunderst du dich noch nach all dem, was heute passiert ist? Verständlich. Ich bin allein vom Anfeuern schon müde geworden. Vielleicht sollte ich das mal checken lassen und bei einem Arzt befragen. Ha. 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 Ein schönes Kapitel, ein schönes Partende. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit was auch immer. Geht es jetzt wirklich schon Richtung McKraken? Tja, erfahren wir mehr im nächsten Part. Also schaut wieder rein, würde mich sehr freuen. Und ich sage für den Moment, danke fürs dabei gewesen sein und bis dann und ciao.